Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es weiter mit der Teppo C310. Im letzten Video haben wir das Ganze mal ausgepackt und geschaut, was so dabei ist. Heute geht es weiter mit dem ersten in Betrieb nehmen und dem Einrichten und ja, mal ein bisschen schauen, was die Kamera denn so bietet. Ja, was brauchen wir zum Einrichten? Ich habe hier schon mal das Stromkabel eingerichtet. Beziehungsweise eingesteckt, eingerichtet, wäre ein bisschen übertrieben. Einen kleinen Kreuzschraubenzieher für das Fach unten und ich habe jetzt hier mal eine unserer 64 GB SD-Karten bzw. Micro-SD-Karten bereitgelegt. Mehr sollten wir eigentlich erstmal nicht brauchen. Gut, ein Smartphone noch, weil eigentlich heutzutage sehr, sehr viel oder fast alles über eine App läuft. Ja, im Quick-Start-Guide steht eigentlich überhaupt nichts drin. Außer, dass man sich die App über einen QR-Code runterladen kann. Ja, ansonsten, dass man sie einschalten soll. Und das war's. Und in diesem kleinen Setup oder Quick Start Guide ist dann auch beschrieben, wie man das Ganze verkabelt und was die LEDs zu bedeuten haben und wie man es festbohrt. Ja, auf jeden Fall beginnen wir jetzt mal mit dem Anschließen an den Strom und da gibt TP-Link hier so ein kleines Gummiringchen mit und eben für die Außeninstallation, damit auch kein Wasser in den Stromanschluss kommt, können wir dieses Gummiringchen über den Stromstecker ziehen und dann eben hier einstecken und dann haben wir ja wie so einen kleinen Dichtungsring, damit da eben kein Wasser reinkommt. So, die Kamera blinkt jetzt schon, das hier ist eben die Status-LED und hier rechts und links sehen wir die Infrarot-LEDs und jetzt können wir mal schauen, dass die Kamera, oder beziehungsweise wir lassen die Kamera mal hochfahren und laden derweil mal die App runter. Dazu werde ich einfach diesen QR-Code scannen. Also, bei den meisten Handys haben wir jetzt auch schon einen QR-Code-Scanner in der normalen Kamera-App integriert. Das klappt hier auch ganz gut. Und die App heißt eben TP-Link Tapo. Die werde ich jetzt mal installieren. Und solange das Ganze vor sich hin installiert, können wir mal schauen. Ja, jetzt blinkt nämlich gerade die Status-LED rot-grün. Das heißt, die Kamera ist soweit bereit, sich zu verbinden. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt natürlich das Ganze über Netzwerkkabel anschließt, fällt der Schritt weg, weil wir jetzt natürlich erstmal das Wi-Fi einrichten müssen, um auf die Kamera zugreifen zu können. Ja, Installation ging relativ zügig. Die App ist nicht so sonderlich groß. Jetzt müssen wir hier natürlich erstmal Datenschutzerklärung bestätigen. Und jetzt brauchen wir eben zwingend ein Konto von diesem Tapo. Entweder habt ihr schon eins, wenn ihr schon eine Kamera habt, ansonsten müsst ihr an der Stelle jetzt eben erstmal ein Konto erstellen. Ja, wenn ihr jetzt eure Anmelde- oder Registrierungsdaten eingegeben habt, bekommt ihr eine E-Mail. Ja, ich denke, das kennt inzwischen jeder. Dann müsst ihr eben den Bestätigungslink aktivieren. Und dann ist das Konto auch schon erstellt. Aktivierung erfolgreich. Gehen Sie zurück in die App. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns jetzt einfach hier anmelden können, nachdem wir den Link bestätigt haben. Genau, und so funktioniert es auch. So, wir befinden uns jetzt auf der Startseite der App im Prinzip. Hier kann man jetzt verschiedenste Dinge einrichten. Mit der App selber wollen wir uns aber gar nicht so im Detail befassen. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, überhaupt eine Verbindung zu der Kamera herzustellen. Und auch in der Anleitung steht sogar noch drin, dass man jetzt eben in der App auf dieses Plus drücken muss und dann die Kamera aussuchen. Wir sind ja jetzt hier bei der C310. Und jetzt kommt schon die Frage, ist die Kamera LAN verkabelt oder über WLAN verbunden? Das heißt, auch wenn ihr die Kamera mit WLAN betreibt, müsst ihr die App installieren und dann die Kamera eben über diese App einrichten. Wir machen jetzt natürlich weiter mit WLAN. Einschalten und überprüfen der LED. Ja, einschalten und warten, bis die LED rot-grün blinkt. Da soweit sind wir ja schon. Wenn ihr tapogriert über ein Ethernet-Kabel mit dem Router, ziehen Sie zuerst das Kabel ab. Ja, also wenn ihr den WLAN, wenn ihr es über WLAN einrichten wollt, müsst ihr auf jeden Fall das LAN-Kabel abziehen. Vielleicht so viel schon mal. Wir überprüfen jetzt mal nochmal. Aber die LED leuchtet ja schon grün und rot.
Standardzugriff einschalten. Ja, das scheinen die Kameras irgendwie alle zu wollen. Müsst ihr also von eurem Gerät den Standardzugriff zulassen. Tapo sucht ihr Tapo-Gerät. Ja, jetzt scheint es schon loszugehen mit der Einrichtung. Und mit zwei so riesen Antennen sollte es ja auch recht schnell gehen. Funktioniert auch recht schnell. Geben Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Telefons, verbinden Sie es mit dem Netzwerk Ihres Tapo-Geräts. TapoCam XXX. Kehren Sie danach an die App zurück. Okay, das ist schon mal gut. Hier kriegen wir tatsächlich eine recht gute Beschreibung, was wir denn jetzt überhaupt machen sollen. Also ihr ruft eure WLAN-Übersicht und da findet ihr auch schon TapoCam. In dem Fall ist es 37A4. Verbindet euch mit dem WLAN von dem oder von der Kamera, drückt OK und kehrt dann zurück in die App. Internet eventuell nicht verfügbar. Hier ganz wichtig, dass ihr die WLAN-Verbindung haltet, weil die Kamera natürlich kein Internet bietet. Das Handy aber vom Standard her immer in den WLAN möchte das Internet zur Verfügung stellt. Geben Sie Ihr Netzwerk-Kennwort ein. Ja, ihr braucht jetzt hier natürlich das Netzwerk-Kennwort von eurem WLAN. Das liegt am besten auch bereit, damit ihr es dann gleich zur Hand habt. Nicht so wie ich. Ich werde jetzt kurz das Passwort eingeben und dann geht es auch gleich weiter. Ja, an dieser Stelle vielleicht noch kurz. Die Kamera unterstützt nur 2,4 GHz WLAN. Wenn ihr also ein 5 GHz WLAN habt, könnt ihr die Kamera damit nicht verbinden. Und bevor wir jetzt auf Weiter klicken, vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr in eurem Router grundsätzlich eingestellt habt, dass keine neuen WLAN-Geräte zugelassen sind, dann würde ich euch ans Herz legen, die Option zumindest für die Zeit der Einrichtung zu deaktivieren und alle neuen Geräte zuzulassen, weil, falls ihr das Video von der anderen Kamera gesehen habt, in diesem Zuge die andere Kamera sich verabschiedet hat. Nur als kleiner Hinweis, ihr könnt es natürlich auch so machen. Theoretisch muss es natürlich auch nach einem fehlgeschlagenen Verbindungsversuch möglich sein, die Kamera wieder in Betrieb zu nehmen. Ja, auf jeden Fall habe ich mein Netzwerk-Kennwort jetzt eingegeben und wir schauen mal, wie es weitergeht. Das Tapo-Gerät wird sich mit folgendem Netzwerk verbinden. So, Verbindung zu Ihrem Netzwerk wird hergestellt. Jetzt versucht also die Kamera, sich mit dem WLAN zu verbinden. Genau, also die Verbindung hat jetzt wohl geklappt. Jetzt geht es hier weiter mit, stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN her, um Ihr Tapo-Gerät zu verbinden. Ich werde jetzt hier mal das normale WLAN auswählen. Hat es hier anscheinend schon automatisch gemacht. Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Anscheinend sind sie nicht. Okay. Ja, also hier haben wir jetzt natürlich das Phänomen, dass ich mich standardmäßig vom Handy aus auf das 5G WLAN verbinde. Da müsst ihr also jetzt das Handy auf das 2,4 GHz WLAN verbinden, damit es weitergeht. Genau, so und jetzt geht es weiter mit benennen Sie Ihr Gerät. Ich lasse es jetzt standardmäßig mal so drin, weil auch die Kamera wieder zurück an meinen Dad geht und wir sie dann eh zurücksetzen. Aber in dem Step könnt ihr das schon benennen. Und jetzt den Standort festlegen. Hier gibt es jetzt schon einige Vorschläge, wo denn die Kamera stehen soll. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, dass es hier keine Möglichkeit gibt, selbst was zu benennen. Dann nehmen wir einfach mal Standardbegriff draußen. Das ist ja sehr allgemein. Abgeschlossen. Sie haben Ihr Tapo-Gerät konfiguriert und es ist einsatzbereit. Informationen zur lokalen Speicherung. Gehen Sie wie folgenderweise vor, um eine SD-Karte für die lokalen verwenden. Es wird empfohlen, eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 oder höher mit einer Speicherkapazität von 8 bis 128 GB zu verwenden. Ihr braucht also eine etwas hochwertigere Speicherkarte, nicht die allerschnellste, aber eben auch nicht die allerlangsamste. Und dann geht es weiter mit, initialisieren Sie die Micro-SD-Karte in der Tapo-App. Formatieren Sie es nicht auf Ihrem Computer oder mit Software von Drittanbietern. Also hier auch wichtig, einfach die Speicherkarte reinmachen und die Kamera wird die SD-Karte dann formatieren. So, jetzt sind wir wieder auf dem Home-Bildschirm der Tapo-App und sehen hier jetzt schon unter Favoriten diese Kamera, die wir gerade eingerichtet haben. Und bevor wir hier jetzt weitermachen, würde ich sagen, legen wir mal die SD-Karte ein, damit wir einfach auch sehen, wie es dann damit gleich weitergeht. Ja, vermutlich wird es besser sein, wenn ihr die Kamera zum Einlegen der SD-Karte erstmal vom Strom trennt, einfach weil ihr auch unten dieses Fach aufmacht. Eventuell geht es auch so. Ich werde es jetzt aber erstmal vom Strom trennen. Und dann befindet sich dieses Fach hier auf der Unterseite.
Ich habe jetzt hier einen kleinen Schraubenzieher aus unserem Werkzeugkoffer vorbereitet. Da braucht ihr also tatsächlich einen relativ kleinen Schraubenzieher. Und dann können wir die Schrauben hier gut andrücken. Nicht, dass ihr da vorab rutscht und das Gewinde demoliert. Das ist bei so kleinen Schrauben immer schnell passiert. Ja, die sind sogar schon los. Ja, also die könnt ihr auch da drin lassen. Müsst ihr nicht ganz rausschrauben. So sieht es auf jeden Fall jetzt hier aus. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera einigermaßen. Wir haben hier unten einen, ansonsten blenden wir euch natürlich ein Bild ein, hier unten einen kleinen Reset-Knopf und oben eben das Fach für die SD-Karte bzw. für die Micro-SD-Karte. Hier ist jetzt leider gar kein Hinweis, wie rum die eingelegt wird, aber da sich die Platine unten befindet, werde ich jetzt mal die Kontakte nach unten versuchen. Ja, und so ist auch richtig, also Kontakte zur Platine hin einklicken, dann haben wir eben dieses typische Federgeräusch, die die SD-Karte von sich gibt. Und da ich die Kamera jetzt hier nur mit euch zusammen einrichte, werde ich das Fach auch mal offen lassen, weil auch die SD-Karte wird nachher ihren Weg wieder rausfinden aus der Kamera. Fürs Einrichtungsvideo reicht es ja völlig, wenn wir das hier offen lassen. Wenn sie natürlich draußen ist, dann definitiv wieder zumachen, denn hier unten ist auch so ein kleines Gummi drin, das eben auch das untere Fach vor Wasser schützen soll. So, SD-Karte ist drin, ich verbinde die Kamera jetzt wieder mit dem Strom, dann dürfte die Kamera hochfahren. Ja, eben solange die rote LED durchgehend rot leuchtet, ist noch im Hochfahren und sobald die Infrarot-LEDs auch ausgehen, sollte sie dann eben Normalbetrieb sein, außer natürlich ihr seid gerade im Dunkeln draußen unterwegs. Jetzt warten wir mal, bis die Kamera hochgefahren ist. So, es scheint zumindest mal, dass die Kamera soweit durch ist. Vielleicht können wir uns in diesem Step auch mal kurz noch anschauen, was denn die einzelnen Stati der LED bedeuten. Jetzt sind wir nämlich zum Beispiel auf Orange. Also ein durchgehend rot leuchtendes LED ist eben ein Starting Up, also ein Hochfahren. Wenn es rot und grün blinkt, Ready for Setup, also zum Einrichten bereit. Blinking Red Slowly, also langsam rot blinken, ist eben, es verbindet zum WLAN. Solid Amber bedeutet Connected to Wi-Fi, also dass die Verbindung geklappt hat. Ein Solid Green, was wir jetzt hier auch haben, ist ein Connected to TP-Link Cloud Server. Also jetzt ist die Kamera im Prinzip verbunden, auch zum Server und bereit. Dann gibt es noch ein schnelles Rotblinken und ein schnelles Grünblinken. Das schnelle Rotblinken ist Kamera Resetting und das schnelle Grünblinken Kamera Updating. Ja, dann haben wir auch mal die Stati der LED vorne durch und machen jetzt wieder weiter mit der App. Ja, Tabu-Kamera, ich klicke jetzt mal die eingerichtete Kamera an und jetzt bekommen wir auch schon ein Bild mit verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten. Ich würde sagen, wir suchen jetzt aber erstmal den Reiter für die SD-Karte. Micro-SD-Karte gut. Ja, und hier könnt ihr eben, wenn ihr die SD-Karte einlegt, erscheint entweder ein Dialog, den wir euch mal kurz einblenden, den haben wir gerade kurz übersprungen. Ansonsten könnt ihr eben über dieses, hier oben über dieses Zahnrad Einstellungen, Micro-SD-Karte, die SD-Karte dann von Hand oder manuell formatieren. Hier sehen wir jetzt auch schon, die Schleifenaufzeichnung ist aktiviert, also alles, was ihr an Videos aufnehmt, wird auf die Speicherkarte gespeichert und wenn der Speicher voll sein sollte, wird es eben von hinten wieder überschrieben. So, ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten an, die die Kamera bietet. Wir haben hier also ein 3-Megapixel-Bild. Das sieht auch auf den ersten Blick jetzt ganz gut aus. Wir klicken jetzt einfach mal durch. Hier gibt es jetzt 0 von 32. Es scheint also möglich zu sein, bis zu 32 Kameras mit dieser App zu verwalten, beziehungsweise mit einem Konto. Dann haben wir hier eine Möglichkeit, mehrere Kameras auf dem Bild darzustellen. Wir können hier ein Foto speichern, ein Video aufnehmen, die Lautstärke, also Mikrofon der Kamera, wie laut eben das Mikrofon oder wie empfindlich das sein soll. Hier gibt es auch einen empfohlenen
Button oder einen empfohlen Strich. Ich mache jetzt mal die Lautstärke von dem Handy ein bisschen lauter. Dann hören wir uns sprechen. Das Mikrofon von der Kamera ist also aktiviert. Ich muss mal gerade mal schauen, ob man das auch muten kann. Das scheint aber nicht zu gehen. Also ihr müsst dann den Regler einfach ganz nach unten ziehen. Ja, scheint auf jeden Fall standardmäßig an zu sein. Jetzt ganz interessant. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann noch deaktivieren können, weil ihr wollt ja nicht jeden Ton direkt übertragen bekommen. Ich mache jetzt hier mal noch ins Vollbild, damit wir das Bild auch einfach mal sehen. Vielleicht mal die SD-Karte hier ins Bild. Ja. Auch in dem Vollbildmodus habt ihr also die Möglichkeit, hier ein Foto zu machen, ein Video aufzunehmen, hier ein Gespräch zu starten, beziehungsweise ein Audio aufzunehmen, zum Sprechen halten. Also über dieses Mikrofon könnt ihr jetzt zu der Kamera sprechen. Ich mache mal den Ton am Handy aus, dann schauen wir jetzt auf die Rückkopplung. Hallo, hallo, Test, Test. Also wir können über dieses Mikrofon dann zu dem, der vor der Kamera steht, auch sprechen und uns das anhören. Ist hier dann auch wieder deaktivierbar. Und einen Anruf. Ein Anruf ist eben so eine Sitzung, wo ihr dann eine Dauerverbindung habt, wo ihr dann aber das Mikrofon und den Lautsprecher auch jetzt bezogen auf den Anruf stumm schalten könnt. Gar nicht schlecht die Funktion, weil wenn man mal mit jemand redet, möchte man ja nicht immer das Mikrofon aktivieren und deaktivieren, sondern das kann man dann über diesen Anruf abdecken. Ja, wir können das Menü auch ausblenden im Vollbild, dass wir eben das ganze Bild haben. Und jetzt sollten wir nur noch schauen, wie wir wieder zurückkommen. Hier oben links. Genau, so wie mal zu den Funktionen im Vollbild der Kamera. Dann haben wir hier unten jetzt noch verschiedene Möglichkeiten, eben auch dieses Gespräch zu starten. Sprachanruf ist das gleiche wie im Vollbild gerade. Den Datenschutzmodus gibt es hier. Der Datenschutzmodus ist aktiv. Die Streaming- und Aufnahmefunktionen sind zum Schutz Ihrer Privatsphäre deaktiviert. Ja, also über diesen Modus könnt ihr dann wirklich hart abschalten, sowohl Bild als auch Ton. Und es dann hier oben auch wieder beenden. Alarm aus. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, noch einen Alarm ein- und auszuschalten. Der ist jetzt aber noch nicht definiert. Okay, oder er ist definiert. Also ihr könnt über die Kamera bzw. über den Lautsprecher der Kamera so eine Art Alarmfunktion einschalten, damit dann Leute in der Umgebung irgendwie informiert werden, hey, da geht gerade was ab, schaut mal, was da los ist. Oder eben auch einen Einbrecher, einen potenziellen zu erschrecken. Wiedergabe und Speicher, das sind eben die Aufnahmen und die Fotos, die die Kamera speichert. Da kommt ihr eben auf diesen Reiter. Dann gibt es hier oben ein Auto, ein Tag- und ein Nachtmodus. Also standardmäßig stellt die Kamera automatisch von Tag auf Nachtmodus. Wir können das Ganze aber auch händisch umschalten. Jetzt zum Beispiel hier auf den Nachtmodus oder hier auf den Tagmodus. Gut, ich würde sagen, wir schauen noch kurz in die Einstellungen hier oben rein. Hier haben wir jetzt im Prinzip eine Übersicht, welche Version, was für ein WLAN, den Kameraname. Den Standort, den wir zu Beginn mal festgelegt haben, können wir hier ändern. Eine Zeitzone definieren. Das Bild umkehren wird vermutlich sein, das Bild einfach um 180 Grad zu drehen. Genau, falls die Kamera eben andersrum montiert wird. Die LED, ja, das ist vielleicht ganz interessant, weil die LED leuchtet standardmäßig immer grün, wenn die Kamera aktiv ist. Das kann natürlich auch sein, man möchte nicht, dass der draußen steht, sieht, dass die Kamera überhaupt läuft. Und über den Reiter könnt ihr die LED eben auch deaktivieren, dann ist nichts zu sehen. Erkennungen und Warnungen. Hier können wir jetzt Bewegungserkennung definieren, Benachrichtigungen bzw. ein- und ausschalten, den Kameraalarm ein- und ausschalten, den wir ja gerade schon mal gehört haben, Aktivitätszonen festlegen und eben eine Empfindlichkeit, wann eine gewisse Bewegung zu einem Alarm oder zu einer Benachrichtigung führen soll. Aktivitätszonen ist jetzt hier zum Beispiel die gesamte Ansicht, wir können aber auch das Fenster definieren, kleiner machen und auf dem gesamten Bild verschieben. Ja, dann gibt es hier auch noch die Möglichkeit, natürlich mehrere Zonen zu definieren. Es sei denn nicht an eine Zone gebunden. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch im größeren oder im Vollbild auf eurem Handy machen. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus.
Ich lasse die Zone jetzt gerade mal so definiert, aber wahrscheinlich wird dann die ganze Zeit eine Benachrichtigung kommen, weil ich bewege mich ja direkt vor der Kamera. Ja, die Einstellungsmöglichkeiten sind auf jeden Fall gut. Ihr könnt auch mehrere Zonen definieren. Das ist super, denke ich, für viele auch sehr interessant. Hier waren wir ja schon bei der Micro-SD-Karte. Dann gibt es einen Aufnahmezeitplan. Hier können wir wirklich stundengenau und tagegenau bearbeiten, wann die Kamera aufzeichnen soll und wann nicht. Das ist, denke ich, ganz cool. Also entweder kontinuierliche Aufnahme, dann ist das Feld im Prinzip blau. Oder nur Bewegungserkennung, sprich, wenn die Kamera eine Bewegung feststellt, dann zeichnet sie zu diesen Uhrzeiten und Tagen auf. Ja, dann gibt es noch den Reiter Videoqualität. Hier können wir jetzt eben auswählen, ob wir in Full HD, in HD oder eben in 3 Megapixel HD das Bild darstellen und aufnehmen wollen. Standardmäßig ist hier Full HD eingestellt. Ihr habt also noch die Möglichkeit, die Videoqualität ein bisschen hochzuschrauben. Ganz wichtig, dass ihr hier auch in dem Reiter immer oben mit Speichern bestätigen müsst. So, wir können mal kurz schauen, ob sich jetzt an der Videoqualität grundsätzlich viel geändert hat. Ob wir jetzt vielleicht mal einfach noch zum Vergleich die Speicherkarte von vorhin, damit man mal einen Vergleich hat. So, wir haben noch einen letzten Reiter. Hier unten geht es noch weiter mit erweiterte Einstellungen. Hier gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, ein Kamerakonto zu erstellen. Erstellen Sie ein Konto, um die Kamera über Portale von Drittanbietern anzumelden. Hier können wir jetzt also ein Konto erstellen, um die Kamera zum Beispiel auch mit Amazon oder mit Google zu verbinden. Dann gibt es eine Bildschirmanzeige-Darstellung. Also hier können wir den Zeitstempel zum Beispiel einstellen und noch einen Text, den wir dann in dem Video einblenden wollen. Beziehungsweise das Ganze kann man natürlich auch komplett deaktivieren. Ein Datenschutzmodus, wenn diese Optionen aktiv werden, die deaktiviert. Ja, also das, was wir vorne als Shortcut haben, gibt es hier eben auch nochmal in den erweiterten Einstellungen, um Bild und Ton komplett abzuschalten und die Lichtfrequenz automatisch, das regelt die Kamera automatisch, können wir hier aber auch händisch umstellen. So, Diagnostik noch. Diese Funktion aktiviert die Fehlerprotokollierung. Also wenn die Kamera irgendwie Fehler produziert, Abschluss oder so, kann man hier eine Diagnostik einschalten, dass man dann unter Umständen eben dem Hersteller TP-Link dann zusenden kann. Aber standardmäßig und solltet ihr auch im Normalfall ausgeschaltet lassen. Die letzte Funktion hier unten ist noch automatischer Neustart. Hier können wir, wenn wir wollen, eine Neustartzeit festlegen, wo die Kamera dann täglich einmal neu startet. Lasse ich jetzt aber auch mal aus. Und damit sind wir durch die Einstellungen auch schon durch. Wir können hier von fern auch die Kamera neu starten oder die Kamera eben aus der App entfernen. Aber ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, durch. Was ich jetzt gerne mal noch testen würde, sobald wir wieder Bild haben. So. Ja, also ich bin jetzt nochmal auf den Homescreen und habe es nochmal neu gestartet. Jetzt haben wir wieder Bild. Aber im Normalfall springt man ja auch nicht durch die ganzen Einstellungen durch, sondern schaut sich das an. Ich würde sagen, wir testen jetzt mal noch den Nachtmodus bzw. die Umschaltung. Dafür würde ich mal bitte kurz das Licht ausschalten lassen. Ja, also ihr seht, auch mit wenig Licht ist es der Kamera möglich, noch recht gute Aufnahmen zu machen. Jetzt haben wir da drüben noch ein Licht, das schalte ich jetzt noch kurz aus. Mal schauen, wann die Kamera dann umschaltet. Ja, also ihr seht, auch der Nachtmodus funktioniert super, schaltet automatisch um und selbst mit wenig Licht sehen wir noch viel. Ich schalte jetzt mal manuell auf den Tagmodus um, was die Kamera dann noch so zu bieten hat. Ja, also, ich meine, wir haben jetzt hier nur noch das Licht vom Feuer hinten und selbst im Tagmodus kann man noch sehr, sehr viel erkennen. Also das macht die Kamera wirklich sehr, sehr gut. Okay, ich würde sagen, dann Licht wieder ein. Ich gehe wieder auf den automatischen Modus. Ja, also das funktioniert auch sehr, sehr gut. Vor allem auch, dass die Umschaltung nicht viel zu früh kommt, weil wenn man noch viel sieht, will man ja nicht unbedingt diesen Nachtmodus, der ist ja nicht arg viel oder der ist ja nicht unbedingt angenehmer. Erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv, würde ich sagen.
So, ich glaube, wir haben uns jetzt sehr viel angeschaut, vor allem in der App und an den Funktionalitäten der Tapo C310. Im ersten Eindruck eine sehr, sehr gute Kamera, vor allem auch vom Bild und von den ganzen Möglichkeiten, die die App bietet. Kleines Manko ist vielleicht, dass man zwingend ein Konto benötigt. Dafür ist es aber wieder möglich, die Videos und Bilder trotzdem lokal zu speichern. Ja, das Ganze dann noch wassergeschützt und für einen relativ attraktiven Preis. Ist also meiner Meinung nach ein recht gutes Gesamtpaket, wenn ihr es denn schafft, überhaupt noch eine Kamera zu bekommen, weil die eben gerade wirklich ausverkauft sind und sehr, sehr schwer zu ergattern. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen zum Produkt habt, wenn ihr noch irgendwas speziell wissen wollt, versuchen wir natürlich immer so gut es geht, diese Kommentare auch zu beantworten, auch wenn wir das Produkt nicht mehr ad hoc zur Verfügung haben. Aber wir geben uns da wirklich Mühe. Ansonsten auch Produktlink, wie immer in der Infobox. Und auch Feedback von euch würde uns sehr in den Kommentaren freuen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der kommenden oder vergangenen Videos wieder. Macht's gut und bis bald. Tschüss!